1979 wurde in der antiken Stadt Jericho eine ungewöhnliche Grabkammer entdeckt. Darin fand sich eine große Zahl von steinernen Gebeinurnen, die einst die Knochen der Toten enthielten. Viele trugen Inschriften mit vertrauten jüdischen Namen. Doch vier von ihnen wiesen einen fremden Namen auf. Den Namen eines von Israels biblischen Feinden, des berühmtesten Riesen der Welt, Goliath. Ist dies ein Beweis, dass Goliath wirklich gelebt hat? Hat sich die Geschichte von David und Goliath wirklich zugetragen oder ist sie nur ein Mythos? Das hat nichts mit den üblichen Märchen von blutrünstigen Riesen zu tun, denn Goliath ist kein Riese dieser Art. Eine Reise in das Land der Bibel soll die Riesen aus dem Reich der Mythen in die Welt der Geschichte versetzen. Wenn es sie heute gibt, gab es sie auch im Altertum. Auch wenn die Zeit seine Spuren stark verwischt hat, gibt es heute neue Anhaltspunkte und Beweise für die Existenz des Riesen Goliath. Die Archäologin Rachel Hachili hat in Jericho einen Friedhof ausgegraben. In einem großen Felsengrab stieß sie auf mehrere Gebeinurnen. Als sie die Inschriften auf diesen Ossarien las, machte sie eine verblüffende Entdeckung. Wir fanden heraus, dass das gesamte Grab einer Familie namens Goliath gehörte. Dieser Name war bekanntlich nicht unter Juden, sondern bei den Philistern gebräuchlich. Als Knochenspezialisten die Gebeine der Familie Goliath vermaßen, stellten sie fest, dass ihre Mitglieder sehr groß gewesen sein müssen. Fast 1,90 Meter, eine außergewöhnliche Körpergröße für die damalige Zeit. Es wäre schon sehr erstaunlich, wenn eine jüdische Familie sich Goliath genannt hätte. Doch diese steinernen Ossarien stammen nicht aus der Zeit von David und Goliath. Diese Familie lebte zur Zeit Jesu, also etwa 1000 Jahre nach dem Kampf. Worin also besteht die Verbindung zu dem berüchtigten biblischen Riesen? It's a nickname. It's not a personal name. Das ist ein Spitzname, kein Familienname. Wenn sie Goliath genannt wurden, dann weil sie sehr groß waren. Eigentlich ist das alles, was uns die Bibel über Goliath berichtet. Seine Körpergröße, sonst nichts. Das war also offensichtlich sehr wichtig. Goliath ist vielleicht der größte Schurke des Altertums. Wir kennen diesen Riesen nur aus der berühmten Geschichte in der Bibel. Da trat aus den Reihen der Philister ein Riese heraus, mit Namen Goliath aus Gat. 6 Ellen und eine Handbreit hoch. Und David tat seine Hand in die Hirtentasche und nahm einen Stein daraus und schleuderte ihn und traf den Philister an die Stirn, dass der Stein in seine Stirn fuhr und er zur Erde fiel auf sein Angesicht. Das ist die Geschichte, wie wir sie aus der Bibel kennen. Die Geschichte eines jungen Schafhirten, der einen riesigen Krieger mit einem einzigen Stein erschlägt. Nach seinem Sieg wurde der Junge ein mächtiger Mann und schließlich Herrscher über Israel und Begründer einer königlichen Dynastie. Eine Geschichte, die zu schön klingt, um wahr zu sein. Es ist doch eine Parabelgeschichte und nicht ein historischer Report. Kein Protokoll von einer Schlacht und einem bestimmten Kampf. Some people, not many, they told me, that. Einige wenige Leute meinen, dass dies keine historische Begebenheit sein könne. Und die Bibel nur eine Sammlung von Mythen sei. Das ist nicht wahr. Besonders dieser Teil der Bibel, Neviim, die prophetischen Schriften, sind aufgezeichnete Geschichte. Das Tal von Elah. Der Bibel zufolge wurde hier der legendäre Kampf zwischen David und Goliath ausgetragen. Professor Wladimir Berginer von der Universität Beersheba hat Spenden für ein Denkmal zur Erinnerung an dieses berühmte Ereignis gesammelt. Er hofft, dass es in nicht allzu langer Zeit gebaut werden kann.
The first time when I came here, I was surprised. Als ich zum ersten Mal hierher kam, war ich überrascht. Keine Tafel, kein Denkmal und keine Inschrift vorzufinden, die an diese berühmte Geschichte erinnern. Ich stelle mir ein großes und sehr schönes Denkmal vor, das den Betrachter von allen Seiten beeindruckt. Professor Berginer ist Neurologe. Er glaubt, dass Goliath an einer Krankheit litt, die Riesenwuchs hervorruft. Das würde auch Davids leichten Sieg erklären. Die Bibel wird von zahlreichen Riesen bevölkert, zumeist starke Feinde mit bösen Absichten. Es waren auch zu den Zeiten Tyrannen auf Erden. Denn da die Kinder Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren, wurden daraus Gewaltige in der Welt und berühmte Männer. Die Riesen kamen schon vor Noah und der Sintflut auf die Welt, existierten aber noch lange danach und wurden zu einem festen Bestandteil der biblischen Geschichte. Die Bibel spricht von Riesenstämmen mit geheimnisvollen Namen. Ich kann mir hinter dieser mythischen Erzählung keinen historischen Kern vorstellen. Das Historische ist wohl, dass es Erinnerungen gab an besonders große, großartige Menschen der Frühzeit. Ob die nun nur körperlich und in erster Linie körperlich so großartig waren, ist dann eine andere Frage. Doch Ende der 80er Jahre wurde in Jordanien eine überraschende Entdeckung gemacht. In Tell es-Saidiyeh stieß eine Gruppe britischer Archäologen auf Skelette, die beweisen könnten, dass die Region einst von wirklichen Riesen bevölkert war. Der Archäologe Jonathan Tubb und ein Team des britischen Museums gruben in dieser antiken Stadt einen Friedhof aus. Dabei legten sie hunderte von Gräbern frei. Einige der Skelette versetzten die Wissenschaftler in Erstaunen. Ich erinnere mich insbesondere an eines, an dem der Knochenspezialist zusammen mit dem Ausgrabungsleiter arbeitete. Sie kamen rüber und sagten, wir haben hier vielleicht ein Beispiel für die Bestattung einer Kuh oder eines Pferdes. Schau, wie groß diese Beinknochen sind. Im Zuge der weiteren Ausgrabungen stellte sich jedoch heraus, dass diese Kuh- bzw. Pferdebeine in einem völlig normalen menschlichen Becken endeten. Die Knochen festzustellen, wie groß diese Menschen wirklich waren. Die Untersuchung ist jetzt abgeschlossen. Und die Ergebnisse werden bald veröffentlicht. Sind dies die biblischen Riesen? Ich habe nie zu den Archäologen gehört, die zuerst die Bibel lesen und dann hoffen, Bestätigungen für die biblischen Geschichten zu finden. Bevor wir also nicht alle Ergebnisse bezüglich der Funde auf dem Saidiyeh-Friedhof vorliegen hatten, hatte ich Riesen nicht einmal in Erwägung gezogen. Schließlich gehören Riesen ins Reich der Mythen und Märchen. Ob nun Titanen, Zyklopen oder Trolle, es gibt sie in vielen Erscheinungsformen, doch sie sind immer mit den Göttern verwandt, genau wie in der Bibel. Auch das Töten eines Riesen ist in vielen Kulturen ein häufig wiederkehrendes Thema. Ähnlich wie bei David in der Bibel, ist das Erschlagen eines Riesen oft Teil des vom Schicksal vorgezeichneten Weges eines Helden. Doch der berühmteste Riese der Welt ist Goliath. Er war ganze 3 Meter groß. Ich habe noch nie von jemandem gehört, der 3 Meter groß ist und auch noch nie ein solches Skelett gefunden. Das größte war um 1,80. Genau weiß ich das nicht mehr. Ich kann mich vielleicht um 3 oder 4 Zentimeter vertun, aber nicht um einen Meter. Da die Archäologie offensichtlich keine Beweise für Goliaths Existenz liefern kann, spricht alles dafür, dass die Geschichte ein Märchen ist. Die Art und Weise, in der David beinahe aus dem Nichts auftaucht, hat natürlich etwas Märchenhaftes. Er ist nichts weiter als ein unbedeutender Hirtenjunge, und doch erschlägt er den Riesen. Aber das hier ist keine Geschichte im modernen westlichen Sinne. Sie beschreibt historische Ereignisse, verwendet dabei jedoch auch, was wir heute fiktionale Elemente nennen.
Die Legende von Goliath hat im Laufe der Jahrhunderte viele Maler und Bildhauer inspiriert. Auch heute noch wird Goliath in Filmen oder in der Werbung eingesetzt, wenn jemand Ehrfurcht einflößen oder den Eindruck außergewöhnlicher Stärke und Größe vermitteln möchte. In Israel lernen die Schulkinder die Geschichte von David und Goliath bis heute im Geschichtsunterricht. Auf Klassenfahrten in das Tal von Elah erfahren sie, wo genau David seinen riesigen Gegner tötete. Ich glaube, dass dies ein historisches Ereignis ist. Da ich mit meinen Kenntnissen der modernen Medizin sehr viele Details der Geschichte erklären kann. Contemporary medical knowledge. Als Neurologe glaubt Professor Berginer, dass Goliath an einer Krankheit namens Akromegalie litt. Akromegalie ist eine relativ seltene Krankheit, die durch eine vermehrte Ausschüttung des Wachstumshormons verursacht wird. Wenn die Krankheit bereits in der Kindheit auftritt und nicht behandelt wird, kann der Patient sehr groß werden. Extrem groß. Die moderne Medizin kennt viele Fälle, in denen Menschen erstaunliche Körpergrößen erreichten. Sie sind die Riesen unserer Zeit. Der berühmteste Akromegalie-Patient ist ein Amerikaner namens Robert Pershing Wedlow. Wedlow wurde am 22. Februar 1918 als normales Baby geboren. Doch schon bald nach seiner Geburt erregte er Aufmerksamkeit, weil er mit erstaunlicher Geschwindigkeit wuchs. Im Alter von 8 Jahren war er bereits 1,89 Meter groß und wog 88 Kilo. Als Erwachsener erreichte er eine Größe von 2,73 Meter. Die einheimische Bevölkerung nannte ihn liebevoll den Riesen von Elton. Bedingt durch seine Krankheit starb Wedlow im jugendlichen Alter von 22 Jahren. Auf dem heutigen medizinischen Kenntnisstand wäre ihm ein längeres Leben vergönnt gewesen. Roberts Riesenwuchs wurde durch einen Tumor an der Hirnanhangsdrüse verursacht. Dieser Teil des Gehirns produziert Wachstumshormone. Der Tumor löst die Freisetzung extrem großer Mengen von Wachstumshormonen aus. Professor Berginer glaubt, dass Goliath an dieser Krankheit litt. In unserer heutigen Zeit ist Akromegalie keine so ernste Erkrankung wie vor einigen 100 oder 1000 Jahren. Ist die Diagnose einmal gestellt, kann diese Krankheit behandelt werden. Wenn ein Kind an Akromegalie leidet, wird sein Wachstum derart stimuliert, dass es zu einem Riesen heranwächst. So auch im Falle von Robert Wedlow, der fast so groß wie Goliath wurde. Das ist Grigiri Eitlin, einer von Professor Berginas Patienten. Dieser Patient leidet an Akromegalie. Die Krankheit begann in seinem Fall erst im Alter von über 20 Jahren. Das ist auch der Grund, warum er kein Riese ist. Aber dennoch alle anderen Symptome und klinischen Erscheinungen der Akromegalie aufweist. Große Zunge, großflächiges Gesicht, starker Unterkiefer. Wie Sie sehen, sind durch die Arthritis alle Bewegungen schmerzhaft. All the movements in the arthritis are painful. Large hands. Sehen Sie die großen Hände? Manchmal tritt auch ein Carpatunnel-Syndrom auf. Seine Schuhgröße ist 47, was ebenfalls typisch für Akromegalie ist. Und jetzt hören Sie mal seine Stimme. And you can listen his voice. Расскажите нам, когда началась ваша болезнь? Диагноз в 72-м году. Мне был 31 год. Goliath is
In einer Version ist Goliath 3 Meter, in einer anderen 2,5 Meter groß. Aber selbst das war zur damaligen Zeit sehr groß. Er war also ein Riese. Die Ursache könnte eine Überproduktion an Wachstumshormonen in der Kindheit sein. Für mich ist Goliath ein Akromegalie-Patient. Wenn wir davon ausgehen, dass er 3 Meter groß war und eine Rüstung trug, war er sicherlich recht unbeweglich. Er war vielleicht eine beeindruckende Erscheinung, die den Menschen Angst einflößte. Aber wenn jemand den Mut aufgebracht hätte, auf ihn loszugehen und ihn anzugreifen, hätte er wohl nicht viel ausrichten können. Ich denke, die Philister hätten eher einen Krieger ausgewählt, der wirklich kämpfen kann, wenn es hart auf hart geht. Wenn Goliath eine historische Gestalt war, finden sich Hinweise auf seine Existenz wohl am ehesten in seiner Heimatstadt. Gath, eine der 5 Hauptstädte der Philister. Aren-Meir begann 1996 mit den Ausgrabungen in Gath. Bis heute haben die israelischen Archäologen nur einen kleinen Teil der großen Stadt freigelegt, die ihre Blütezeit erlebte, als sich die Philister auf dem Höhepunkt ihrer Macht befanden. Der Bibel zufolge spielte Gath eine zentrale Rolle und war in den frühen Berichten über das Verhältnis zwischen Philistern und Israeliten die bedeutendste Stadt. Gleichzeitig erlebte Gath damals eine Blütezeit. The way that Goliath is depicted, both in his equipment, both in the type of battle. Die Art, wie Goliath dargestellt wird, sowohl was seine Ausrüstung als auch was seine Art zu kämpfen betrifft, passt sehr gut zur Kultur der Philister. Das weist auf eine gewisse Vertrautheit mit den Philistern hin, wer sie waren, wie sie aussahen und was für eine Kultur sie hatten. Die Philister waren ein fremdes Volk. Sie stammten aus dem Mittelmeerraum, von den griechischen Inseln und der türkischen Küste. Um 1200 vor Christus drangen sie in die Küstenebenen von Palästina und Ägypten vor. Der ägyptische Pharao Ramses III. Verteidigte sein Reich gegen die Philister. Berichte über diesen Krieg zeigen, wie die Philister aussahen. Zusammen mit den sehr detaillierten Beschreibungen der Bibel können wir so den Krieger Goliath rekonstruieren. Und er hatte einen ehernen Helm auf seinem Haupt und einen schuppendichten Panzer an. Und er hatte eherne Beinharnische an seinen Schenkeln und einen ehernen Schild auf seinen Schultern. Und der Schaft seines Spießes war wie ein Weberbaum. Goliaths Spieß war eine hochentwickelte Waffe aus der Ägäis, die dank des Riemens am Schaft weiter flog als ein gewöhnlicher Speer. Seine Waffen stammten teilweise aus der Ägäis und teilweise aus Palästina. Sie waren eine perfekte Mischung beider Kulturen. Die Erzählung will nicht sagen, dass es ein Tumpatsch war, sondern sie will sagen, es war ein gewaltiger, erschreckender, furchteinflößender Mann und es ist wie ein Wunder, dass David gewonnen hat. Und deswegen muss der Goliath auch wachsen. Es gibt dann, glaube ich, sogar eine Tradition, wo er 14 Ellen oder 16 Ellen lang wird in einer lateinischen. Nein, das ist also himmelhoch. Da wird es dann also geradezu eben mythisch. Im Altertum waren jedoch nicht nur die Autoren der Bibel davon überzeugt, dass es in ihren Ländern Riesen gab. Damals glaubten viele Menschen an ihre Existenz und schrieben über sie auf ihren Papyrusrollen, schnitzten sie in ihre Siegel oder meißelten sie in die Mauern ihrer Tempel. Ägypten, Land der Pharaonen. Von allen großen Reichen des Altertums ist kein anderes so eng mit der Welt der Bibel verbunden. Jahrhundertelang herrschten die Pharaonen über den Nahen Osten. Wenn es Riesen in Palästina gab, müssen die Ägypter von ihnen gewusst haben.
Der berühmte Tempel zu Ehren von Ramses II. In Abu Simbel. Im Innern zeigt ein Relief mehrerer ägyptische Soldaten, die irgendwo in Syrien zwei gefangene Einheimische bewachen. Obwohl die Gefangenen knien, ist offensichtlich, dass sie sehr viel größer sind als ein normaler Ägypter. Aber es existiert noch ein konkreterer Bericht über Riesen im Mittelmeerraum, geschrieben auf einer Papyrusrolle. Der enge Pass ist gefährlich, da sich in den Büschen Shazu-Beduinen verstecken. Einige von ihnen messen von der Nase bis zu den Füßen 2 bis 2,5 Meter und haben grimmige Gesichter. Sie sind feindselig und werden kein Mitleid mit euch haben. Dieser Text wurde um 1200 vor Christus von einem ägyptischen Autor namens Hori verfasst. Hori schrieb ihn für Reisende im Mittelmeerraum und warnte sie vor räuberischen Riesen in diesem Tal südlich der Stadt Megiddo, des biblischen Harmagedon. Und in eben diesem Megiddo wurde auch ein ungewöhnliches Siegel gefunden. Es ist aus Ton und zeigt eine Schlacht in Palästina. Neben kämpfenden Kriegern liegen abgetrennte Köpfe auf dem Boden. Ein Soldat schwingt ein Sichelschwert, wie auch Goliath eines besaß, um den Kopf eines sehr großen Mannes abzuschlagen. Dieser Mann passt nicht einmal ganz in den Rahmen. Gab es Riesen in der biblischen Zeit? Nein. Aber es gab wie zu allen Zeiten ungewöhnlich große Menschen, die also aus der Reihe fielen, die das Volk überragen, die vielleicht mehr Autorität oder mehr Angst verströmen. Das gab es ganz sicher. Ungewöhnlich große Menschen in Palästina? Riesen? Und wenn ja, wo sind sie geblieben? Diese Fragen können nur die Archäologen beantworten. Es gibt keine Beweise dafür, dass Goliath aus dieser Gegend stammte. Wir haben keine großen Knochen gefunden, die darauf hinweisen. Wir haben ohnehin nicht viele Skelette von Philistern. Und diejenigen, die untersucht wurden, scheinen keinen besonderen Riesenwuchs aufzuweisen. Tatsächlich gefunden wurden große Skelette jedoch hier in Jordanien, auf einem über 3000 Jahre alten Friedhof. Sind diese Skelette groß genug, um von Riesen zu sprechen? Wir haben hier eine Reihe von Skeletten gefunden, bei denen ich zweimal hingeschaut und gedacht habe, meine Güte, diese Beine sind wirklich ziemlich lang. Ich denke, die meisten biblischen Geschichten gründen sich auf einer gewissen Realität und Wahrheit. Die Menschen erfinden nicht einfach etwas aus heiterem Himmel. Wenn also dieser Krieger der Philister als außergewöhnlich groß beschrieben wird, sehe ich keinen Grund, das anzuzweifeln. Auch der Kampf zwischen David und Goliath ist ein sehr realistischer Teil der Geschichte. Die Bibel berichtet, dass die Armeen der Philister und der Israeliten auf gegenüberliegenden Hügeln lagerten. Goliath, der Kämpfer der Philister, ging täglich ins Tal hinunter, um einen Israeliten zum Zweikampf zu fordern. Er tat dies 40 Tage lang, zweimal täglich. Der Kampf zwischen David und Goliath war ein sogenannter Stellvertreterkampf. Das bedeutet, dass beide Seiten nicht mit ihren gesamten Armeen in die Schlacht zogen, sondern zwei Stellvertreter kämpfen ließen. Im Altertum war dies im Nahen Osten durchaus üblich. Und er stellte sich hin und rief dem Heer Israels zu: Erwählt einen unter euch, der zu mir herabkommen soll. Vermag er gegen mich zu kämpfen und erschlägt er mich, so wollen wir eure Knechte sein. Vermag ich aber über ihn zu siegen und erschlage ich ihn, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Ich habe heute dem Heere Israels Hohn gesprochen, als ich sagte, gebt mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen.
Dieser durch Stellvertreter beigelegte Konflikt erinnert mich an die Epen Homers, wo in genau derselben Weise verfahren wird. Diese Tradition geht auf die mykenische Kultur zurück, beziehungsweise spiegelt die ägäischen Wurzeln der Philister wider. Als aber die Philister sahen, dass ihr Stärkster tot war, flohen sie. Und die Männer Israels und Judas machten sich auf, erhoben das Kampfgeschrei und jagten den Philistern nach. Und die Philister blieben erschlagen liegen auf dem Wege bis nach Gat. Aber wie ist es möglich, dass ein so starker und gut bewaffneter Krieger den Zweikampf gegen einen einfachen Hütejungen verlor? Wie konnte David Goliath besiegen, indem er einfach einen Stein gegen ihn schleuderte? Professor Berginer glaubt, dass sich auch diese Frage mit der Krankheit Akromegalie beantworten lässt. Die Untersuchung ergab, dass er bereits vor der Diagnose und dem Beginn der Behandlung an bitemporaler Hemianopsie litt. Das bedeutet, dass das Gesichtsfeld des Patienten verkleinert ist, sodass er nur sieht, was direkt vor ihm passiert, während die Sicht zu beiden Seiten eingeschränkt ist. Visual fields into the sides are constricted. Akromegalie wird durch einen Tumor an der Hirnanhangsdrüse ausgelöst und führt zu Riesenwuchs. Doch mit steigendem Wachstum drückt der Tumor auch auf den Sehnerv und schränkt das Gesichtsfeld röhrenförmig ein. Diese Beeinträchtigung des Sehvermögens hätte David gegenüber Goliath einen Vorteil verschafft. In einem statischen Zweikampf war er extrem stark, vielleicht sogar der stärkste der damaligen Zeit. Aber David gelang es, dieses statische Duell in einen dynamischen Kampf zu verwandeln. Die Bibel berichtet an zwei oder drei Stellen, dass David während dieses Kampfes sehr schnell rannte. Daraus schließe ich, dass er sich nicht immer in Goliaths Gesichtsfeld befand. Akromegalie ließ Goliath also 3 Meter groß werden und beeinträchtigte sein Sehvermögen. Diese Theorie überzeugt jedoch nur wenige Wissenschaftler. Natürlich ist es möglich, dass Goliath infolge dieser Krankheit eine solche Körpergröße erreichte. Aber ich persönlich halte das für unwahrscheinlich. Wäre sein Sehvermögen wirklich so schlecht gewesen, hätte er keinen guten Kämpfer abgegeben. Er hätte Wurfgeschosse oder Waffen dann gar nicht schnell genug abwehren können. Ich halte es für einen Fehler, eine medizinische Diagnose in den biblischen Text hineinzulesen, ohne den langen Bearbeitungsprozess und die vielschichtigen Bestandteile der Bibel in Betracht zu ziehen. Wenn ich das Grab von Goliaths Bruder finden würde und wir eine genetische Analyse machen könnten, würde ich dieser Theorie natürlich zustimmen. Aber so habe ich meine Zweifel. Man darf nicht vergessen, wenn Menschen infolge einer Krankheit ungewöhnlich groß werden, sind sie im Allgemeinen auch ziemlich schwerfällig und unbeweglich und legen eine mangelnde Koordination an den Tag. Ich kann mir daher nicht vorstellen, dass Goliath an einer solchen Krankheit litt. Die Philister hätten dann einen anderen ausgewählt, der tatsächlich ein guter Kämpfer war. Der weitere Zusammenhang des Alten Testaments weist denn auch eher darauf hin, dass er einem relativ großen Volksstamm angehörte und nicht einfach ein groteskes Monster war. Die Bibel spricht nicht von einem einzelnen Riesen, sondern von Riesenstämmen, die alle geheimnisvolle Namen tragen. Goliath gehörte dem größten Riesenstamm der Rephaim an, der nach einem König des Altertums namens Rapha benannt ist.
Gad wurde auf einem Lagergefäß eine geheimnisvolle Inschrift gefunden, die auf die sensationelle Möglichkeit hinweist, dass die Rephaim wirklich existierten und genau hier in Gad lebten. An der Seite des Gefäßes ist eine Inschrift eingeritzt, die aus drei Buchstaben besteht. Von diesen drei Buchstaben sind nur der zweite und dritte gut lesbar. Der zweite ist ein P, was mehr oder weniger einem P entspricht. Und der dritte ein Aleph, also so etwas wie ein A. Der erste Buchstabe ist möglicherweise ein Resch, was einem R gleichkommt. Allerdings ist er undeutlich, sodass es auch ein anderer Buchstabe sein könnte. Doch Vergleiche mit ähnlichen Texten zeigen, dass dieser Buchstabe wirklich ein R ist. Die Inschrift lautet also RPA. Wenn sie RPA lautet, könnte das so etwas wie Rapa oder Rafa bedeuten. Und das wirft die Frage auf, ob hier eine Verbindung zu dem Wort Rephaim besteht. Raises the immediate question, is this connected to the term Rephaim? Die Herkunft des Wortes Rephaim liegt im Dunkeln. Es könnte von einem hebräischen Wort abstammen, das Großsein bedeutet. Das würde passen, da es sich um einen Stamm großer Menschen handelt. Im Buch Samuel werden die Bewohner von Gad als Kinder des Rapha, die Bene Harappa, bezeichnet. Das könnte ein Hinweis sein. Kinder des Rapha, Rephaim, biblische Riesen. Und Goliath war einer von ihnen. Neben ihrer Körpergröße wiesen einige Rephaim noch eine weitere anatomische Besonderheit auf. Merkwürdige Missbildungen an Händen und Füßen. Und es erhob sich noch ein Krieg zu Gad. Da war ein langer Mann, der hatte 6 Finger an seinen Händen. Archäologische Funde scheinen die Existenz solcher Missbildungen zu bestätigen. Ein Beispiel sind diese Särge im ägyptischen Stil mit Abbildungen der Verstorbenen. Bei einigen weisen die Hände ein besonderes Merkmal auf: 6 Finger. Ist dies ein Beweis dafür, dass es solche Menschen wirklich gab? Da diese Riesen als etwas Ungewöhnliches dargestellt werden, können wir davon ausgehen, dass ein 6. Finger im Altertum fast als etwas Mythisches galt und sicher nicht wie heute einfach als eine genetisch bedingte Missbildung betrachtet wurde. Sechs Finger sind eine anatomische Missbildung, die wirklich existiert. Wir haben hier vor 12 oder 13 Jahren ein solches Skelett gefunden. Das ist eine anatomische Anomalie, die tatsächlich vorkommt. Doch 6 Finger waren auch außerhalb der Grenzen Palästinas bekannt. Diese syrischen Ahnendarstellungen auf Kesselgriffen stammen aus frühgeschichtlichen Gräbern. Auch sie besitzen ein auffallendes anatomisches Merkmal: 6 Finger, ein Symbol für übernatürliche Kräfte. Diese Ahnen werden in Syrien als Rephaim bezeichnet. Alte syrische Dokumente belegen, dass diese Wesen auch außerhalb des biblischen Kontexts bekannt waren und dass es sich um echte Menschen handelte. In der antiken Stadt Ugarit wurden Tausende dieser Tontafeln gefunden. 1929 entdeckten französische Archäologen in den Überresten des abgebrannten Palasts ein 3000 Jahre altes Archiv. Einige dieser Tafeln berichten auch von den Rephaim. Die Rephaim von Ugarit sind Ahnen bzw. nach ihrem Tod zu Göttern erhobene Könige. Sie wurden als Beschützer der Dynastie und der Stadt betrachtet. Sie galten als einstige Herrscher über die Stadt Ugarit.
Die Rephaim tragen auch die typischen Merkmale von Kriegern. Es existiert ein Text, der sogenannte Rephaim-Text. Darin werden die Rephaim in einen Palast eingeladen, um dort zu essen und zu trinken. Sie reisen 3 Tage lang in Streitwagen, bis sie zu einem Ort kommen, der als Dreschboden bezeichnet wird. Manche Experten sind der Ansicht, dass sie in diesem Text als Krieger beschrieben werden und eine Art Kriegeraristokratie darstellen. Große Könige der Vergangenheit und starke Krieger. Das erinnert sehr an die biblische Beschreibung der ersten Riesen. Und es wurden daraus die Riesen auf Erden. Das sind die Helden der Vorzeit, die hochberühmten. Doch die Rephaim von Ugarit werden nicht als Riesen beschrieben. Dennoch haben beide Traditionen ihren Ursprung in derselben Region. Ein anderer Text erwähnt ein göttliches Wesen oder einen Gott namens Rapa'u, den wir auch aus anderen Quellen kennen. Und Rapa'u ist die Singularform von Rephaim. Dieser Rapa'u wird in diesem Text übrigens als König der Ewigkeit oder König von Einst bezeichnet, was ein Titel für diese zu Göttern erhobenen Könige ist. Der Text berichtet auch, dass er in 2 Städten dieser Region namens Bashan herrscht und residiert, Ashtaroth und Edrei. Die Region, von der Professor Husserl spricht, wird in der Bibel als das Land der Rephaim, das Land der Riesen, bezeichnet. Das ist Bashan, der furchterregende Norden. Der Bibel zufolge war dies das Reich des mächtigen Riesenherrschers Og von Bashan. Og war der König der Rephaim. Er war so groß, dass er ein eisernes, 3 Meter langes Bett brauchte. Die heute als Golanhöhen bekannte Region hat in jüngster Zeit viele Kämpfe erlebt. Im 6-Tage-Krieg von 1967 besetzte die israelische Armee den Golan. Hier, auf der Hochebene des Golan, in Ochs Königreich, findet sich ein für den Nahen Osten sehr ungewöhnliches Monument. Es hat große Ähnlichkeit mit einer der bekanntesten vorgeschichtlichen Stätten der Welt, Stonehenge. Im gesamten Nahen Osten gibt es nichts Vergleichbares. Einige Wissenschaftler glauben, dass Og dieses Monument erbaute. Schließlich bedeutet sein Name Kreiszieher. Professor Misrachi hat diese Stätte innerhalb von 5 Jahren ausgegraben. Er fand heraus, dass die Kreise einen astronomischen Kalender darstellen. Die 3 konzentrischen Kreise mit dem nordöstlichen und dem südöstlichen Tor wurden um 3000 vor Christus erbaut und sind damit rund 5000 Jahre alt. Etwa zu dieser Zeit wurden auch die Pyramiden der ersten ägyptischen Dynastie errichtet. Die Menschen, die diese Kreise bauten, nutzten sie als Kultstätte und um den richtigen Zeitpunkt zum Säen und Ernten zu bestimmen. Das Monument besteht aus einer Vielzahl von Steinen aus dem gesamten Golangebiet. Einige von ihnen sind gewaltig. Jeder einzelne wiegt mehrere Tonnen. Es handelt sich um Basaltsteine, ein sehr dichtes und ziemlich schweres Material. Für ihren Transport waren vielleicht keine Riesen notwendig, aber doch eine große Zahl von Arbeitern. Die Steine lagen hier nicht einfach herum, sondern mussten aus der Umgebung herangeschafft werden. Wenn ich ein Laie wäre und Steine dieser Größe sähe, würde ich an die biblischen Geschichten und einige andere nahöstliche Legenden über Bashan, Rephaim, Og und die Golanhöhen denken. Ein solcher Schluss liegt ziemlich nah. Ich möchte diese Möglichkeit auch nicht ausschließen, sondern nur auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse hinweisen. Solange ich hier nirgends eine Inschrift finde, ich habe dies 3000 vor Christus erbaut, gezeichnet, Og, halte ich mich an die Tatsachen. Aber ich kann die Möglichkeit nicht ausschließen, das gebe ich zu. Die Stätte heißt Gilgal-Rephaim, Kreis der Riesen. Im Zentrum befindet sich ein großes Grab.
Manche glauben, das Ork von Bashan hier begraben liegt. Doch auch dies ist durch keine Inschrift bewiesen. Wer immer hier bestattet wurde, muss offensichtlich ein mächtiger Mann gewesen sein. Selbst wenn er kein Riese war, können wir angesichts dieses Bauwerks und der Arbeit, die für seine Errichtung notwendig war, sehr wohl davon ausgehen, dass er zumindest riesige gesellschaftliche Macht besaß. Das Gewaltige dieser Städte passt gut zu den Geschichten über vorgeschichtliche Riesen und könnte die Grundlage für spätere Legenden der Israeliten gewesen sein, die hierher kamen, diese gewaltigen Bauwerke sahen und sich verschwommen an Berichte über Riesen in Bashan erinnerten. Die Frage ist, wie verschwommen war diese Erinnerung? Unweit von hier, in Jordanien, stießen britische Archäologen auf sehr große Skelette. Und dieser Friedhof liegt ebenfalls in der Region Bashan. Formal gesehen liegt Tell es-Saidiyeh tatsächlich in der Region Bashan. Und wir alle kennen die Geschichten über Riesen in dieser Gegend. Ich habe diese Verbindung allerdings nie hergestellt. Die Skelette aus der jordanischen Stadt wurden zur weiteren Untersuchung nach England geschickt. Die Ausgrabungsberichte, einschließlich der Maße der Skelette, werden in Kürze veröffentlicht. Dieses große Skelett stammt von dem Friedhof in Saidiyeh. Und es ist nicht das einzige. Die Archäologen fanden 7 ungewöhnlich große Skelette. Sind dies die biblischen Riesen? Nur wenige biblische Geschichten entbehren jeder Grundlage. Wenn die Bibel also berichtet, dass es hier Riesen gab, dann hat das auch einen realen Hintergrund. Damals hat jemand festgestellt, dass genau diese Region für ungewöhnlich große Menschen bekannt war. Und ich bin gern bereit zu glauben, dass dies der Realität entsprach. Dies ist ein großer Mann, wahrscheinlich einer der größten auf dem gesamten Friedhof. Ich würde seine Größe auf etwa 1,85 Meter schätzen, während der Durchschnitt der Männer damals bei 1,58 Meter lag. Er war also überdurchschnittlich groß. Und dieser Mann war nicht einmal der Größte. Eines der Skelette maß sogar 1,90 Meter. Doch auch 1,90 Meter reicht nicht annähernd an Goliaths Größe von 3 Metern heran. Die Archäologen fanden jedoch noch größere Skelette in Israel. Die biblische Stadt Geza. Ab 1902 grub der Archäologe Robert McAllister hier im Laufe mehrerer Jahre zahlreiche Skelette aus. Einige von ihnen waren deutlich größer als der Durchschnitt. Eines der Skelette war von einer beispiellosen Größe, die bis heute unerreicht geblieben ist. Es war fast 2 Meter groß. Und das ist die Obergrenze für Skelette aus frühgeschichtlicher Zeit. Weit unter Goliaths Größe. Es scheint, als wäre Goliath entweder ein einzelner, an einer Krankheit leidender Riese gewesen, oder die Bibel irrt sich, was seine Größe betrifft. Unsere Übersetzung der Bibel entstand nach einer Abschrift des hebräischen Originaltextes. Die älteste noch existierende hebräische Fassung ist ein Text aus dem 9. Jahrhundert vor Christi. Doch heute haben wir durch die Schriftrollen vom Toten Meer die Möglichkeit, die Genauigkeit unserer Bibel zu überprüfen.
1947 entdeckte ein einheimischer Beduine in diesen Höhlen bei Qumran durch Zufall mehrere Tonkrüge, die antike Schriftrollen enthielten. Darunter befanden sich auch Bücher der Bibel, die über 1000 Jahre älter waren als die bis dahin frühesten Abschriften. Auch Fragmente der Geschichte von David und Goliath sind erhalten geblieben, so dass Goliaths Größe jetzt überprüft werden kann. Da trat aus den Reihen der Philister ein Riese heraus, mit Namen Goliath aus Gat, fast 2 Meter hoch. Nur 2 Meter. Diese geringere Größe wird von dem jüdischen Historiker Flavius Josephus bestätigt, der im 1. Jahrhundert nach Christus lebte. Auch er schreibt, dass Goliath nur 2 Meter groß war. Diese beiden Quellen sind älter als die hebräischen Manuskripte, auf denen unsere modernen Bibelübersetzungen basieren, so dass es sich hier wahrscheinlich um die ursprüngliche Größe handelt. Die Angabe von 3 Metern ist vielleicht auf einen Fehler beim Abschreiben zurückzuführen. Doch 2 Meter sind nicht das, was wir unter einem Riesen verstehen. Goliath wäre demnach einfach ein großer Mann gewesen. Wenn wir die einheimische Bevölkerung betrachten, weichen die Durchschnittswerte nur geringfügig voneinander ab. Mit 1,80 Meter wurde jemand bereits als sehr groß betrachtet. Wer noch größer war, galt als Riese. Alles deutet darauf hin, dass der historische Goliath ein gut ausgerüsteter 2 Meter großer Elitesoldat war. Doch eine Frage bleibt unbeantwortet. Wenn sich Goliaths Niederlage nicht durch eine Krankheit erklären lässt, wie konnte David dann einen so gut bewaffneten Krieger mit nichts als einer Schleuder niederstrecken? Es war keine Schleuder, wie wir sie heute kennen, gabelförmig und mit einem Gummi, sondern eher ein Stück Leder aus 2 langen Schnüren und einem verstärkten Stück in der Mitte, um den Stein hineinzulegen. Jeder Hirte besaß eine Schleuder, um wilde Tiere zu vertreiben. Aber Schleudern wurden auch im Kampf eingesetzt und die Soldaten wurden in ihrer Handhabung ausgebildet. Schleudern galten als wichtiger Teil der Kampfkraft einer Armee. Sie waren eigenständige Waffen. Aber auch Goliath war mit einer hochentwickelten Waffe ausgerüstet. Ein Spieß mit einem Schaft wie ein Weberbaum. Dieser Ausdruck bezieht sich auf einen Teil des Webstuhls. Ein Weberbaum ist ein Holzstück, um das die Kettfäden geschlungen werden. Auch Goliaths Spieß war mit einer Schlinge versehen. Diese Waffe findet sich auf vielen Abbildungen des Altertums. Es handelt sich um eine starke Waffe, die viel weiter als ein normaler Speer geschleudert werden konnte. Am Schaft war ein Stück Schnur oder ein Lederband befestigt. Ein normaler Speer wurde so gehalten und dann einfach geworfen. Diese zusätzliche Schlinge dagegen wurde langsam aufgewickelt und dann mit 1 oder 2 Fingern festgehalten. Wenn der Speer dann geworfen wurde, sorgte das nicht nur für zusätzlichen Schub, sondern der Speer wurde auch wie ein Geschoss gedreht. Und genau diese hochentwickelte Waffe könnte Goliaths Verderben gewesen sein. Goliath brauchte unter Umständen einige Zeit, um seinen Speer wurfbereit zu machen. Das könnte David genügend Vorsprung gegeben haben, um einen Stein in seine Schleuder zu legen und den Riesen zu töten. Er brauchte nur den richtigen Punkt zu treffen, um Goliath niederzustrecken. Goliath erlag Davids unerwarteter Geschicklichkeit. Er verlor trotz seiner Waffen und seiner Körpergröße. Goliath war kein Riese wie in der Sage von Rübezahl. Er war einfach ein sehr hochgewachsener Krieger der Philister. Dass Goliath wirklich ein großer Mann gewesen sein kann, wird durch die Skelette bestätigt, die in der Nähe seiner Heimatstadt und im Land der Rephaim, des Riesenstamms, dem er angehörte, gefunden wurden.
Ob es Goliath wirklich gegeben hat, lässt sich nicht objektiv beweisen. Doch ist dies ein Grund, seine Existenz zu leugnen? Schließlich war Goliath nicht 3, sondern nur 2 Meter groß. Und damit, nach den Maßstäben des Altertums, ein wahrer Riese. Ich kann an dieser Geschichte nichts Unglaubwürdiges finden. Für mich ist sie ein glaubhafter Bericht über eine wahre Begebenheit, die für Israels Geschichte von besonderer Bedeutung war. Davids Sieg über Goliath war für die Herrschaft der Philister der Anfang vom Ende. David brachte Goliaths Kopf nach Jerusalem, wo er schon bald sein Königreich begründete. Während das Haus David seine Macht festigte und die Welt über die Schönheit des Tempels in Jerusalem staunte, begannen die Riesen allmählich aus der biblischen Geschichte zu verschwinden. Heute sind von ihrer Existenz nur wenige Spuren geblieben. Extrem großer Mengen von Wachstumshormonen aus. Professor Berginer glaubt, dass Goliath an dieser Krankheit litt. In unserer heutigen Zeit ist Akromegalie keine so ernste Erkrankung wie vor einigen 100 oder 1000 Jahren. Ist die Diagnose einmal gestellt, kann diese Krankheit behandelt werden. Wenn ein Kind an Akromegalie leidet, wird sein Wachstum derart stimuliert, dass es zu einem Riesen heranwächst. So auch im Falle von Robert Wedlow, der fast so groß wie Goliath wurde. Das ist Grigiri Eitlin, einer von Professor Berginas Patienten. Dieser Patient leidet an Akromegalie. Die Krankheit begann in seinem Fall erst im Alter von über 20 Jahren. Das ist auch der Grund, warum er kein Riese ist. Aber dennoch alle anderen Symptome und klinischen Erscheinungen der Akromegalie aufweist. Große Zunge, großflächiges Gesicht, starker Unterkiefer. Wie Sie sehen, sind durch die Arthritis alle Bewegungen schmerzhaft. Sehen Sie die großen Hände? Manchmal tritt auch ein Carpatunnel-Syndrom auf. Seine Schuhgröße ist 47, was ebenfalls typisch für Akromegalie ist. Und jetzt hören Sie mal seine Stimme. And you can listen his voice. Расскажите нам, когда началась ваша болезнь. Диагноз в 72-м году, мне был 31 год. Goliath is... In einer Version ist Goliath 3 Meter, in einer anderen 2,5 Meter groß. Aber selbst das war zur damaligen Zeit sehr groß. Er war also ein Riese. Die Ursache könnte eine Überproduktion an Wachstumshormonen in der Kindheit sein. Für mich ist Goliath ein Akromegalie-Patient. Wenn wir davon ausgehen, dass er 3 Meter groß war und eine Rüstung trug, war er sicherlich recht unbeweglich. Er war vielleicht eine beeindruckende Erscheinung, die den Menschen Angst einflößte. Aber wenn jemand den Mut aufgebracht hätte, auf ihn loszugehen und ihn anzugreifen, hätte er wohl nicht viel ausrichten können. Ich denke, die Philister hätten eher einen Krieger ausgewählt, der wirklich kämpfen kann, wenn es hart auf hart geht. Wenn Goliath eine historische Gestalt war, finden sich Hinweise auf seine Existenz wohl am ehesten in seiner Heimatstadt. Gath, eine der 5 Hauptstädte der Philister. Aren-Meir begann 1996 mit den Ausgrabungen in Gath. Bis heute haben die israelischen Archäologen nur einen kleinen Teil der großen Stadt freigelegt, die ihre Blütezeit erlebte, als sich die Philister auf dem Höhepunkt ihrer Macht befanden.
Der Bibel zufolge spielte Gott eine zentrale Rolle und war in den frühen Berichten über das Verhältnis zwischen Philistern und Israeliten die bedeutendste Stadt. Gleichzeitig erlebte Gott damals eine Blütezeit. That fits in very nicely. You want it now? Yeah, because I think, you see, I have a feeling. The way that Goliath is depicted, both in his equipment, both in the type die of Art, wie Goliath dargestellt wird, sowohl was seine Ausrüstung als auch was seine Art zu kämpfen betrifft, passt sehr gut. Einige wenige Leute meinen, dass dies keine historische Begebenheit sein könne. Und die Bibel nur eine Sammlung von Mythen sei. Das ist nicht wahr. Besonders dieser Teil der Bibel, Leviim, die prophetischen Schriften, sind aufgezeichnete Geschichte. Das Tal von Elah. Der Bibel zufolge wurde hier der legendäre Kampf zwischen David und Goliath ausgetragen. Professor Wladimir Bergina von der Universität Beersheba hat Spenden für ein Denkmal zur Erinnerung an dieses berühmte Ereignis gesammelt. Er hofft, dass es in nicht allzu langer Zeit gebaut werden kann. The first time when I came here, I was surprised. Als ich zum ersten Mal hierher kam, war ich überrascht. Keine Tafel, kein Denkmal und keine Inschrift vorzufinden, die an diese berühmte Geschichte erinnern. Ich stelle mir ein großes und sehr schönes Denkmal vor, das den Betrachter von allen Seiten beeindruckt. Professor Bergina ist Neurologe. Er glaubt, dass Goliath an einer Krankheit litt, die Riesenwuchs hervorruft. Das würde auch Davids leichten Sieg erklären. Die Bibel wird von zahlreichen Riesen bevölkert, zumeist starke Feinde mit bösen Absichten. Es waren auch zu den Zeiten Tyrannen auf Erden. Denn da die Kinder Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren, wurden daraus Gewaltige in der Welt und berühmte Männer. Die Riesen kamen schon vor Noah und der Sintflut auf die Welt, existierten aber noch lange danach und wurden zu einem festen Bestandteil der biblischen Geschichte. Die Bibel spricht von Riesenstämmen mit geheimnisvollen Namen. Ich kann mir hinter dieser mythischen Erzählung keinen historischen Kern vorstellen. Das Historische ist wohl, dass es Erinnerungen gab an besonders große, großartige Menschen der Frühzeit. Ob die nun nur körperlich und in erster Linie körperlich so großartig waren, ist dann eine andere Frage. Doch Ende der 80er Jahre wurde in Jordanien eine überraschende Entdeckung gemacht. In Tell es-Saidiyeh stieß eine Gruppe britischer Archäologen auf Skelette, die beweisen könnten, dass die Region einst von wirklichen Riesen bevölkert war. Der Archäologe Jonathan Tubb und ein Team des britischen Museums gruben in dieser antiken Stadt einen Friedhof aus. Dabei legten sie hunderte von Gräbern frei. Einige der Skelette versetzten die Wissenschaftler in Erstaunen. Ich erinnere mich insbesondere an eines, an dem der Knochenspezialist zusammen mit dem Ausgrabungsleiter arbeitete. Sie kamen rüber und sagten, wir haben hier vielleicht ein Beispiel für die Bestattung einer Kuh oder eines Pferdes. Schau, wie groß diese Beinknochen sind. Im Zuge der weiteren Ausgrabungen stellte sich jedoch heraus, dass diese Kuh- bzw. Pferdebeine in einem völlig normalen menschlichen Becken endeten. Dick, um festzustellen, wie groß diese Menschen wirklich waren. Die Untersuchung ist jetzt abgeschlossen und die Ergebnisse werden bald veröffentlicht. Sind dies die biblischen Riesen? Ich habe nie zu den Archäologen gehört, die zuerst die Bibel lesen und dann hoffen, Bestätigungen für die biblischen Geschichten zu finden. Bevor wir also nicht alle Ergebnisse bezüglich der Funde auf dem Saidiyeh-Friedhof vorliegen hatten, hatte ich Riesen nicht einmal in Erwägung gezogen. Schließlich gehören Riesen ins Reich der Mythen und Märchen.
Ob nun Titanen, Zyklopen oder Trolle. Es gibt sie in vielen Erscheinungsformen, doch sie sind immer mit den Göttern verwandt. Genau wie in der Bibel. Auch das Töten eines Riesen ist in vielen Kulturen ein häufig wiederkehrendes Thema. Ähnlich wie bei David in der Bibel ist das Erschlagen eines Riesen oft Teil des vom Schicksal vorgezeichneten Weges eines Helden. Doch der berühmteste Riese der Welt ist Goliath. Er war ganze 3 Meter groß. Ich habe noch nie von jemandem gehört, der 3 Meter groß ist und auch noch nie ein solches Skelett gefunden. Das größte war um 1,80. Genau weiß ich das nicht mehr. Ich kann mich vielleicht um 3 oder 4 Zentimeter vertun, aber nicht um einen Meter. Da die Archäologie offensichtlich keine Beweise für Goliaths Existenz liefern kann, spricht alles dafür, dass die Geschichte ein Märchen ist. Die Art und Weise, in der David beinahe aus dem Nichts auftaucht, hat natürlich etwas Märchenhaftes. Er ist nichts weiter als ein unbedeutender Hirtenjunge, und doch erschlägt er den Riesen. Aber das hier ist keine Geschichte im modernen westlichen Sinne. Sie beschreibt historische Ereignisse, verwendet dabei jedoch auch, was wir heute fiktionale Elemente nennen. Die Legende von Goliath hat im Laufe der Jahrhunderte viele Maler und Bildhauer inspiriert. Auch heute noch wird Goliath in Filmen oder in der Werbung eingesetzt, wenn jemand Ehrfurcht einflößen oder den Eindruck außergewöhnlicher Stärke und Größe vermitteln möchte. In Israel lernen die Schulkinder die Geschichte von David und Goliath bis heute im Geschichtsunterricht. Auf Klassenfahrten in das Tal von Elah erfahren sie, wo genau David seinen riesigen Gegner tötete. Ich glaube, dass dies ein historisches Ereignis ist, da ich mit meinen Kenntnissen der modernen Medizin sehr viele Details der Geschichte erklären kann. Als Neurologe glaubt Professor Berginer, dass Goliath an einer Krankheit namens Akromegalie litt. Akromegalie ist eine relativ seltene Krankheit, die durch eine vermehrte Ausschüttung des Wachstumshormons verursacht wird. Wenn die Krankheit bereits in der Kindheit auftritt und nicht behandelt wird, kann der Patient sehr groß werden. Extrem groß. Die moderne Medizin kennt viele Fälle, in denen Menschen erstaunliche Körpergrößen erreichten. Sie sind die Riesen unserer Zeit. Der berühmteste Akromegalie-Patient ist ein Amerikaner namens Robert Pershing Wedlow. Wedlow wurde am 22. Februar 1918 als normales Baby geboren. Doch schon bald nach seiner Geburt erregte er Aufmerksamkeit, weil er mit erstaunlicher Geschwindigkeit wuchs. Im Alter von 8 Jahren war er bereits 1,89 Meter groß und wog 88 Kilo. Als Erwachsener erreichte er eine Größe von 2,73 Meter. Die einheimische Bevölkerung nannte ihn liebevoll den Riesen von Elton. Bedingt durch seine Krankheit starb Wedlow im jugendlichen Alter von 22 Jahren. Auf dem heutigen medizinischen Kenntnisstand wäre ihm ein längeres Leben vergönnt gewesen. Roberts Riesenwuchs wurde durch einen Tumor an der Hirnanhangsdrüse verursacht. Dieser Teil des Gehirns produziert Wachstumshormone. Der Tumor löst die Freisetzung. 1979 wurde in der antiken Stadt Jericho eine ungewöhnliche Grabkammer entdeckt. Darin fand sich eine große Zahl von steinernen Gebeinurnen, die einst die Knochen der Toten enthielten. Viele trugen Inschriften mit vertrauten jüdischen Namen. Doch 4 von ihnen wiesen einen fremden Namen auf. Den Namen eines von Israels biblischen Feinden, des berühmtesten Riesen der Welt, Goliath. Ist dies ein Beweis, dass Goliath wirklich gelebt hat?
Hat sich die Geschichte von David und Goliath wirklich zugetragen oder ist sie nur ein Mythos? Das hat nichts mit den üblichen Märchen von blutrünstigen Riesen zu tun, denn Goliath ist kein Riese dieser Art. Eine Reise in das Land der Bibel soll die Riesen aus dem Reich der Mythen in die Welt der Geschichte versetzen. Wenn es sie heute gibt, gab es sie auch im Altertum. Auch wenn die Zeit seine Spuren stark verwischt hat, gibt es heute neue Anhaltspunkte und Beweise für die Existenz des Riesen Goliath. Die Archäologin Rachel Hachili hat in Jericho einen Friedhof ausgegraben. In einem großen Felsengrab stieß sie auf mehrere Gebeinurnen. Als sie die Inschriften auf diesen Ossarien las, machte sie eine verblüffende Entdeckung. Wir fanden heraus, dass das gesamte Grab einer Familie namens Goliath gehörte. Dieser Name war bekanntlich nicht unter Juden, sondern bei den Philistern gebräuchlich. Als Knochenspezialisten die Gebeine der Familie Goliath vermaßen, stellten sie fest, dass ihre Mitglieder sehr groß gewesen sein müssen. Fast 1,90 Meter, eine außergewöhnliche Körpergröße für die damalige Zeit. Es wäre schon sehr erstaunlich, wenn eine jüdische Familie sich Goliath genannt hätte. Doch diese steinernen Ossarien stammen nicht aus der Zeit von David und Goliath. Diese Familie lebte zur Zeit Jesu, also etwa 1000 Jahre nach dem Kampf. Worin also besteht die Verbindung zu dem berüchtigten biblischen Riesen? It's a nickname. It's not a personal name. Das ist ein Spitzname, kein Familienname. Wenn sie Goliath genannt wurden, dann weil sie sehr groß waren. Eigentlich ist das alles, was uns die Bibel über Goliath berichtet. Seine Körpergröße, sonst nichts. Das war also offensichtlich sehr wichtig. Goliath ist vielleicht der größte Schurke des Altertums. Wir kennen diesen Riesen nur aus der berühmten Geschichte in der Bibel. Da trat aus den Reihen der Philister ein Riese heraus, mit Namen Goliath aus Gath. 6 Ellen und eine Handbreit hoch. Und David tat seine Hand in die Hirtentasche und nahm einen Stein daraus und schleuderte ihn und traf den Philister an die Stirn, dass der Stein in seine Stirn fuhr und er zur Erde fiel auf sein Angesicht. Das ist die Geschichte, wie wir sie aus der Bibel kennen. Die Geschichte eines jungen Schafhirten, der einen riesigen Krieger mit einem einzigen Stein erschlägt. Nach seinem Sieg wurde der Junge ein mächtiger Mann und schließlich Herrscher über Israel und Begründer einer königlichen Dynastie. Eine Geschichte, die zu schön klingt, um wahr zu sein. Es ist doch eine Parabelgeschichte und nicht ein historischer Report. Kein Protokoll von einer Schlacht und einem bestimmten Kampf. Some people, not many, they told me. Gut zur Kultur der Philister. Das weist auf eine gewisse Vertrautheit mit den Philistern hin. Wer sie waren, wie sie aussahen und was für eine Kultur sie hatten. Die Philister waren ein fremdes Volk. Sie stammten aus dem Mittelmeerraum, von den griechischen Inseln und der türkischen Küste. Um 1200 vor Christus drangen sie in die Küstenebenen von Palästina und Ägypten vor. Der ägyptische Pharao Ramses III. Verteidigte sein Reich gegen die Philister. Berichte über diesen Krieg zeigen, wie die Philister aussahen. Zusammen mit den sehr detaillierten Beschreibungen der Bibel können wir so den Krieger Goliath rekonstruieren. Und er hatte einen ehernen Helm auf seinem Haupt und einen schuppendichten Panzer an. Und er hatte eherne Beinharnische an seinen Schenkeln und einen ehernen Schild auf seinen Schultern. Und der Schaft seines Spießes war wie ein Weberbaum. Goliaths Spieß war eine hochentwickelte Waffe aus der Ägäis, die dank des Riemens am Schaft weiter flog als ein gewöhnlicher Speer. Seine Waffen stammten teilweise aus der Ägäis und teilweise aus Palästina,
Sie waren eine perfekte Mischung beider Kulturen. Die Erzählung will nicht sagen, dass es ein Tumpatsch war, sondern sie will sagen, es war ein gewaltiger, erschreckender, furchteinflößender Mann. Und es ist wie ein Wunder, dass David gewonnen hat. Und deswegen muss der Goliath auch wachsen. Es gibt dann, glaube ich, sogar eine Tradition, wo er 14 Ellen oder 16 Ellen lang wird in einer lateinischen. Nein, das ist also himmelhoch. Da wird es dann also geradezu eben mythisch. Im Altertum waren jedoch nicht nur die Autoren der Bibel davon überzeugt, dass es in ihren Ländern Riesen gab. Damals glaubten viele Menschen an ihre Existenz und schrieben über sie auf ihren Papyrusrollen, schnitzten sie in ihre Siegel oder meißelten sie in die Mauern ihrer Tempel. Ägypten. Land der Pharaonen. Von allen großen Reichen des Altertums ist kein anderes so eng mit der Welt der Bibel verbunden. Jahrhundertelang herrschten die Pharaonen über den Nahen Osten. Wenn es Riesen in Palästina gab, müssen die Ägypter von ihnen gewusst haben. Der berühmte Tempel zu Ehren von Ramses II. In Abu Simbel. Im Innern zeigt ein Relief mehrere ägyptische Soldaten, die irgendwo in Syrien zwei gefangene Einheimische bewachen. Obwohl die Gefangenen knien, ist offensichtlich, dass sie sehr viel größer sind als ein normaler Ägypter. Aber es existiert noch ein konkreterer Bericht über Riesen im Mittelmeerraum, geschrieben auf einer Papyrusrolle. Der enge Pass ist gefährlich, da sich in den Büschen Shazu-Beduinen verstecken. Einige von ihnen messen von der Nase bis zu den Füßen 2 bis 2,5 Meter und haben grimmige Gesichter. Sie sind feindselig und werden kein Mitleid mit euch haben. Dieser Text wurde um 1200 vor Christus von einem ägyptischen Autor namens Hori verfasst. Hori schrieb ihn für Reisende im Mittelmeerraum und warnte sie vor räuberischen Riesen in diesem Tal südlich der Stadt Megiddo, des biblischen Harmagedon. Und in eben diesem Megiddo wurde auch ein ungewöhnliches Siegel gefunden. Es ist aus Ton und zeigt eine Schlacht in Palästina. Neben kämpfenden Kriegern liegen abgetrennte